Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Diablo 3. Ich werde jetzt in diese entweite Krypta gehen, um den Altar des Kanzlers zu suchen. Und es kann sein, dass wir das... dass wir mit einem Schlag den richtigen treffen. Wenn das der richtige ist hier. Kann aber auch sein, dass es die falsche ist. Das weiß man nicht so genau. Das kann sein, dass es... kann aber auch nicht sein. Oh Gott, gefräßige Tote. Eine Mühe für unseren Mönch. Oh, da fallen Tote raus. Skelette. Attentäter. Der richtige Assassin hier. Warum lassen die alle Lederhosen fallen? Sind die aus Bayern München oder so aus Bayern in die Richtung? So Lederschürzenjäger hier. Ah, nochmal. Lederskelette. Fällt einem erstmal alle in den Kopf auf den Kopf. Ich muss mich gleich entscheiden, keine magischen Sachen mehr aufzunehmen. Oh nein, Blähdarm, der Verlorene. Alter, 6 mit einem Schlag getötet. Heftig. Und 22 Monster waren es gerade. So, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist magisch, das ist scheiße, das ist magisch. Magisch behalte ich erstmal vorerst. Kann aber auch sein, dass ich das gleich wieder fallen lasse. Was sind das denn für kleine Kinder, ey? Ich habe gerade Kinder gekillt hier. Dämonen sind dafür bekannt, ihre eigenen Jungen zu verzehren, wenn keine andere Nahrung zur Verfügung steht. Ihr Nachwuchs, die Kobolde, können mitunter fliehen und verbünden sich mit anderer Höllenbrut. Sie bewegen sich in aggressiven Gruppen, immer bereit, sich auf ahnungslose Reisende zu stürzen und sie mit ihren winzigen, messerscharfen Zähnen zu zerreißen. Oha, klingt übel. Aber nicht für unseren Mönch, der kann alles wegstecken. Der ist hart wie Stahl. Der boxt sie mit einer Hand einfach so weg, so. Boah, wie Sünde. Wie bitter. Wir haben neue Stiefel. Seht euch die an, neue Stiefel hier. Sehr schick. Ich fürchte, ich bin in die falsche Krypta reingegangen. Was meint ihr? Auf jeden Fall hier ist ja ein Schatzgoblin. Den habe ich auch festgenagelt, der kam nicht mehr raus. Die sind jetzt irgendwie leichter geworden, kann das sein? Hey, 4 Stärke und 3% bessere magische Fähigkeit. Und wir kriegen jetzt auch einen Kopfschutz. Was mit losen Stein mitnehmen, so. Heilkugeln und Tränke gewähren 27 Leben. Hey, cool. Wir tragen jetzt so eine Art Meditationsdiadem. Und das ist cool. Das tragen jetzt alle Mönche. Ja, da brauche ich gar nicht längst gehen. Das ist eh weg. Geister! Sie müssen in einer anderen Krypta sein. Ja. Was hatte ich gesagt? Die dramatischen Ereignisse in diesem Land haben viele Geister zurückgelassen, die nicht in Frieden ruhen und nach Vergeltung streben. Diese Geister üben wahllos Rache an allen, die ihren Weg kreuzen. Denn sie glauben, dass das Blut der Lebenden ihnen das Leben zurückgeben kann, um das sie gebracht wurden. Na,
Das glaube ich aber auch nicht. Friedhof der Verflassenen, da müssen wir wieder zurück. Natürlich wollen wir wieder zurück. Wir sind in die falsche Krippe gelaufen. Yeah. Das mussten wir zumindest einmal. Jetzt können wir auch mal die dritte. Nehmen wir mal den da oben. Das ist immer unterschiedlich, in welche Krypta die richtige ist. Das ist echt immer unterschiedlich. Und ich meine auch die Welt hier, die ändert sich auch jedes Mal nach einem Neustart. Es wird ja alles resettet. Und ich fürchte, hier bin ich auch falsch. Aber schauen wir erstmal. Noch ist nicht alle Tage. Wir kommen wieder, keine Frage. Boom, Steinbar, Steinsaal, weggeboxt. Da, Gegner. Bam, weggeboxt. Kann das sein, dass der Mönch irgendwie so ein bisschen überstärkt ist? Der haut ja jeden Gegner mit einem Schlag weg. Naja. Also das Spiel ist wirklich so einfach, wie es aussieht. Also ihr könnt einen Mönch nehmen und dann könnt ihr das Spiel durchspielen. Und das Einzige, was ihr braucht, ist lediglich einen guten Rechner, der das Ganze packt. Und ansonsten kann das Spiel losgehen. Und das kostet nicht mal mehr viel. Das ist teilweise sehr häufig im Angebot. Okay, 40, 50 Euro kostet das noch. Normal. Aber es ist häufig im Angebot. Ich habe das Spiel auch mal für 29 Euro gesehen. Also es ist nicht so, dass das Spiel gar nicht mal günstig zu erstehen ist, aber das lohnt sich auf jeden Fall. Meiner Meinung nach ist Diablo 3 eines der besten Hack-and-Slay-Spiele der Welt. Nein. Ich bin nun reicher an Erkenntnis. Odem des Himmels. Kann man natürlich ausprobieren. Und kommt mir jetzt nicht an mit Torchlight. Ich habe Torchlight nicht gespielt. Ich kann das hier dazu nicht sagen. Ich weiß nur, dass der Entwickler geil ist. Die Taste wollte ich drücken. Nochmals zur Verteidigung. Okay. Kostet 25. Okay, also mehr. Ihr heilt euch selbst und Verbündete in der Nähe. Das ist cool. Aber erstmal der Lichtblitz. Heilen geht noch recht fix. Also das brauche ich nicht unbedingt. Der Weg ist ganz schön lang. Ja, zusammengreifen sie an, aber wenn sie alleine sind, ne, dann laufen sie weg. Das wäre typisch, ey. Typisch Gegner. Gegnerlogik ist das. Typische KI-Logik. Da kommen wir aber hier raus. Oh. So. Sachen, die man auf dem Boden sieht, die verschwinden nach einer Zeit auch wieder. Und insbesondere Leben. Gold glaube ich auch, ja, Gold auch. Alles eigentlich. Da müsste man schnell sein. Ein Ernte? Das ist ein ganz anderes Viech. Oh Gott. Der beherbergt diese kleinen Gnome, Kobolde in seinem Bauch. Wie geht das? Heißt, wenn man seinen Wanst aufschneidet, dann kommt Kobolde raus. Oder Scheusale. Latsch, voll ins Gesicht geboxt und weggeschleudert. Alter Schwede. Daher ist das Spiel ab 16. Entweite Krypta Ebene 2. Sind wir tatsächlich in der richtigen?
Die Krone ist nahe. Ja, wir haben es geschafft. Wir sind... Knack. Wir sind in der richtigen Krypta. Die sind Tote. Viele Tote. So viele Tote. Nur warum? Oh oh. Wow, Fleischerschlund. Ich bin noch nicht wieder bereit. Die Unbegrabenen werden aus menschlichen Leichen gebildet, die ohne ordentliches Begräbnis in Massengräber geworfen wurden. Dieses grässliche Gemisch aus Leibern verrottet zu einem gemeinsamen Wesen, durch düstere Magie zusammengehalten. All mein Wissen. Und ich konnte doch nur vor ihnen fliehen. Und ich würde jedem vernünftigen Menschen raten, dasselbe zu tun. Ja, der Fleischerschlund, der ist nicht sehr freundlich. Grabstätte des Kanzlers. Wir sind da. Die Krone ist nah. Ja, Grabwächter. Hex. So, da haben wir da haben wir doch die Krone. Der Altar des Kanzlers. Was zum... Nein, ich werde nicht erlauben, dass ihr dieses Monster Leoric erneut auf die Welt loslasst. Kanzler Eamon. Okay. Geist. Ist er weg. Ah, ne, da ist er. Alter. Oh, so 50.000 Gold hat er hinterlassen. Noch ein besseres Schwert? Ja, minimal besser. Das macht nur Leben, Schaden in Leben. Ansonsten ist das Ding völlig kacke. Das verlangsamt meinen Angriff sogar. Also das wäre kontraproduktiv. So, ich schaue da nochmal, bevor ich die Krone jetzt anfasse, will ich erstmal die Map erforschen. Okay, da ist halt einfach nur ein Zurück-Teleport-Rune. Für die Leute, die nicht das benutzen, was jetzt gleich kommt. Krone! Ja, mit dir. Ereignis beendet. Stadtportal verfügbar. Benutzt das Stadtportal, um nach Neutristam zurückzukehren. Sprech mit Hedrick Eamon. Eamon. War das nicht sein... War das nicht Kanzler Eamon, den ich gerade gekillt habe? Okay. Sein Großvater war das doch, ne? Kann das sein? Startportal. Unten ist jetzt dieser Button verfügbar. Der ist gerade eben... Der war vor kurzem... War... verschlossen. Ausgegraut. Teleportiert euch zurück in die Stadt, die wir aktuell beinhalten. Und die Stadt, in der wir aktuell heimisch sind, ist Neutristram. Ich drück mal drauf. Man kann auch mit T drücken und dann macht diese komische geile Kiste. Und. Na? Und? Bam! Startportal. So, wir sind in Neutristram. Wir sollen jetzt gleich mit Hedrick sprechen. Aber was Beste ist, das Portal bleibt ewig. Man kann jetzt hier rumlaufen, Sachen machen, Sachen verkaufen. Das mache ich jetzt mal eben. Ne, das mache ich gleich. Und dann kann man hier wieder zurück. Am Ort des Geschehens. Ist das nicht geil? Ist die Abkürzung. Das ist die Abkürzung für arme Leute. Und glaub mir, diese Abkürzung, die werden wir nötig haben. Die werden wir bitter nötig haben. So, ich werde mal Folgendes machen. Nein. Ihr habt die Krone gefunden. Um ehrlich zu sein, hätte ich es nicht erwartet, euch je lebend wiederzusehen. Ah, sie muss repariert werden. Sollte kein Problem sein. Er repariert sie jetzt für mich. Es ist schön, wieder zu arbeiten.
Ja, seine Frau. Genauso neu wie an dem Tag, an dem sie dem finsteren König auf den Kopf gesetzt wurde. Ich habe genug vom Schaufeln, Schmieden. Ich muss mich mit etwas Sinnvollem ablenken, damit mein Leben wieder Bedeutung hat. Und das wird es auch. Ihr werdet für mich Waffen herstellen, mit denen ich meine heilige Pflicht erfüllen kann. Ich habe noch weitere Nachrichten. Euer Lehrling ist tot. Närrischer Junge. Macht euch auf das Schlimmste gefasst und ihr werdet nicht enttäuscht. Ich danke euch für die Nachricht. Speicherpunkt erreicht. Wir werden das jetzt alles nicht verkaufen, sondern verwandeln. So, das sind Sachen, die man braucht zum Bauen. Ich werde das jetzt einfach hier konfiszieren. Zahn eines Gefallenen. Braucht man, um seltene Gegenstände herzustellen. Und das ist einfach feine Essenz. Damit braucht man, die braucht man auch dafür. So, was hat der noch zu sagen, der kleine Mann? Ich bin überrascht, euch arbeiten zu sehen, so kurz nachdem eure Frau dahingeschieden ist. Es bringt nichts, mein Gesicht in einem Kissen zu vergraben. Ihr braucht Waffen? Ich stelle Waffen her. Es gibt Arbeit, die erledigt werden muss. Eure Hingabe ist bewundernswert und die Qualität eurer Arbeit beeindruckend. Wir werden wieder miteinander sprechen. Ja, dementsprechend sprechen wir irgendwann gleich auch mit Deckard Cain, der... Haben wir den befreit? Kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Boah, ist mein Gedächtnis scheiße. Weißt du, was alle von ihren Sorgen ablenken würde? Ja, Let's Plays werden alle von ihren Sorgen ablenken. Okay, Leas Buch habe ich schon eingesammelt damals. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal in Neutrisram. Und dann werden wir weitersehen, wie es weitergeht. Der Skelettkönig muss ja auch irgendwann mal draufgehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.